Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf den Donnerstag wieder dabei seid. Und Kamada, Hartl und Jordan, ist das unsere neue Borussia? Und schaffen wir es endlich nach, glaube ich, knapp 2 Jahren, endlich wieder 2 Bundesliga-Siege in Folge einzufahren? Und das auch noch in Mainz, wo wir nicht besonders gut aussahen die letzten Jahre. Das wird heute alles besprochen. Und wir sind auf dem Weg zu 20.000, noch 2.950 Freitickets zu vergeben. Kostenlos Abo, Daumen, verpasst ihr nichts mehr, wunderbar. Und noch eine Einschätzung zu der Kaderplanung in die Kommentare. Dann sind wir alle glücklich und ich würde sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Ja, und Hartl hat ein Interview gegeben, Marcel Hartl, bei den Kollegen von Sky. Und er hat betont, ein Wechsel nach Gladbach ist nicht unmöglich. Er kam natürlich beim Rivalen aus der Jugend, aus dem Rheinland. Aber wenn man so ein bisschen wenn man sich das Interview anhört und so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist das Interesse, glaube ich, von Gladbach schon sehr, sehr stark. Und Hartl hat auch schon mal so gesagt, so ein Wechsel wird er auf jeden Fall nicht ausschließen. Zu uns an den Niederrhein grundsätzlich, Marcel Hartl wird auch heiß gehandelt bei uns, mit uns auf transfermarkt.de. Ja, ablösefrei, klar wird da Handgeld fällig, das wissen wir alle. Aber wenn du wahrscheinlich den besten zweiten Bundesligaspieler, den es aktuell gibt, in deinem Kader haben kannst und das noch in Anführungszeichen ablösefrei, dann ist das mit Sicherheit kein schlechter Deal. Grundsätzlich haben wir es in einigen Phasen auch diese Saison erlebt, dass unser Kader nicht breit genug aufgestellt ist von der Qualität. Ja, und Marcel Hartl würde mit Sicherheit die Kaderbreite erstmal qualitativ verstärken, die Trainingsqualität dadurch hochhalten. Ja, und wir könnten wahrscheinlich auch besser von der Bank nachlegen und dann kannst du halt im Offensivbereich überall einsetzen, beidfüßig, kann auch mal einen Freistoß reinmachen, was uns so ein bisschen fehlt. Und ich würde dem Transfer absolut zustimmen. 21 Scorer in 23 Spielen beim ersten der zweiten Bundesliga, ich glaube sogar mit 7 Punkten Abstand erster. Ist schon auf jeden Fall ein Statement, erfahrener Spieler. Und wie gesagt, würde ich mit Kusshand nehmen, den Mann, würde unseren Kader mit Sicherheit auch in der Breite einfach verstärken. Und das ist wichtig für die kommende Saison, um auch wieder in höhere Tabellenregionen angreifen zu können. Und da soll auch einer helfen, den hatten wir gestern schon dabei. Kamada soll auch ein Gesicht der neuen Borussia werden. Da müssen wir mal gucken, ob das realisierbar ist. Das wäre schon Champagner-Spieler, sage ich jetzt mal, in unserer aktuellen Lage. Aber ja, würde mit Sicherheit auch diese Kreativitätslücke, die wir ab und zu mal in unseren Spielen haben, schon mit Sicherheit schließen können. Und dann wäre man im Mittelfeld eigentlich ganz gut besetzt. Klar müssen wir auch ein Augenmerk auf die Defensive legen, mehr Spieler auch haben, die defensiv denken. Und da ist ja der eine immer mit uns in der Gerüchteküche, Tanaka, der absolut laufstarker Spieler ist bei Fortuna Düsseldorf. Und dann wärst du im Zentrum aus meiner Sicht schon relativ gut besetzt für die neue Saison. Das sind so aktuell die heißesten Spieler, die bei uns gehandelt werden. Ich finde, alle drei wären ordentliche bis sehr, sehr gute Transfers für die Kaderbreite, aber auch in der Spitze würden die uns mit Sicherheit weiterhelfen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Sommer, weil da wird einiges passieren. Und eines ist klar, Gladbach will Jordan verpflichten, wenn er sich nicht nochmal verletzt. Weil, ja, man sieht es einfach, wenn Jordan spielt, sind wir qualitativ deutlich, deutlich besser und gefährlicher vorne drin. 5 Bundesliga-Tore hat er auch schon gemacht, ein paar vorgelegt, im Pokal getroffen. Das spricht für ihn, lässt aber auch immer nochmal wieder eine Chance liegen. Aber ich glaube, an einem Transfer führt einfach kein Weg vorbei, weil du für 5 Millionen wahrscheinlich auch niemand Besseren bekommen kannst als Jordan. Dann hast du noch Schwanscherer, Player vorne drin, plus den Nachwuchs. Und Tore schießen war eh nicht unser Problem. Ich glaube, von den geschossenen Toren sind wir so Top 6 sogar der Liga, was echt für sich spricht. Trotz auch noch vieler vergebener Chancen. Obwohl, ich glaube, von der Chancenauswertung sind wir ziemlich top, muss man sagen. Grundsätzlich sehe ich im Sturm fast gar kein Nachholpotenzial, wenn man Schwanscherer vertraut und der fit bleibt. Aber da muss man gucken, ob es noch Abgänge gibt. Und dann natürlich Maxi Wöber, wo wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass der mal bleibt, weil er einen linken Fuß hat, kann Linksverteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen, ist eine Identifikationsfigur. Ja, brennt auf dem Platz, hat auch gewisse Leaderqualitäten und Maxi Wöber wäre natürlich richtig geil. Wie gesagt, Leeds könnte wohl aufsteigen, macht wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Also Leeds unter Daniel Farke ist für 12 Millionen damals zu Leeds gewechselt und drunter werden sie wahrscheinlich auch nicht gehen lassen.
Da muss man mal gucken, wie groß dann der finanzielle Spielraum ist durch eventuelle Verkäufe. Elvedi, Itakura, Kone, muss man mal gucken. Elvedi, Itakura, wahrscheinlich Ausstiegsklausel und Player auch. Und Kone, muss man mal abwarten, ob dafür ein großes Angebot reinflattert. Und da werden Schmadtke und Wirkus und Korel, der nicht zum FC Bayern geht, was bestätigt wurde, viel, viel Arbeit haben im Sommer, um uns da den Kader hinzuschweißen, um wieder mit Reuter als Hauptsponsor größere Ziele anzugreifen. Das muss dann auch sitzen, aber wichtig ist jetzt die kommenden 1, 2, 3, 3 Spiele, Mainz, Köln und Pokal, dass du da die maximale Ausbeute holst, am besten 2 Bundesligasiege und das Pokal-Halbfinale buchst. Und dann kannst du ein bisschen entspannter auch in die Sommertransferperiode gehen, weil du dann wirklich dich in Bundesliga, wahrscheinlich sogar wenn du mit 2 Bundesliga-Siegen im oberen Bundesliga-Mittelfeld festgespielt hast und im Pokal-Halbfinale stehst gegen Lautern und da womöglich sogar ins Finale einziehst, um noch dickere Gelder einzufahren. Ja, und sportlicher Erfolg ist das A und O, wenn es wieder nach oben gehen soll. Und da ist diese Saison auch noch was möglich. Das werden wir auch gleich an der Tabelle sehen. Machen wir erstmal weiter. Und ja, wir waren auch schon gerade dabei, Pokalviertelfinale in Saarbrücken. Immer noch Probleme auf dem Rasen. Neue Rasen verlegt. Am Wochenende wurde das Spiel wieder fast abgebrochen gegen Bielefeld, weil der Rasen noch nicht zusammengewachsen ist. Ja, missliche Lage, aber in Saarbrücken glaubt man noch dran, dass das bis zum 12. März, glaube ich, festgewachsen ist und dass man dann in Saarbrücken spielen kann und wir dann hoffentlich ins Pokal-Halbfinale einziehen. Wäre wunderbar. Und jetzt kommen wir zum Spiel gegen Mainz. Und Leidenschaft und Risiko. Hat Borussia ein neues Erfolgskonzept, heißt der Artikel. Und ich glaube, in diesem 4-3-3 oder wie immer wir am Wochenende gespielt haben, hatten wir viel, viel Tempo über die Außen. Kreativität mit Florian Neuhaus. Gutes Passspiel, Neuhaus hackt. Jordan vorne drin gefährlich, das sah schon gut aus. Hinten drin mit Friedrich und Wöber. Eine gute Verteidigung, auch wenn wir wieder 2 geschenkte Tore bekommen haben, das muss man schon so sagen. Aber gegen Mainz, wir wissen alle, wie wir die letzten Jahre in Mainz gespielt haben, da sind wir oft untergegangen und mit dem neuen Trainer Bo Henriksen ordentlich gestartet, ein Sieg zu Hause gegen Augsburg, eine gute Figur abgegeben bei der 2-1-Niederlage. Cassie wird fehlen und in Gangkamp. Aber die haben trotzdem noch Qualität. Amiri macht da eine sehr gute Figur in Mainz mit Barrero, der da im Mittelfeld alles abbrennt. Gruder, ein absolutes Top-Talent. Onisivo vorne drin, Lee, immer gefährlich. Ich glaube halt, in der Abwehr haben sie so ein bisschen Tempodefizit. Gerade in der Innenverteidigung. Gilavogi, Kor und Vandenberg sind jetzt nicht die schnellsten. Wenn wir da in Gumu reinbekommen oder auf der anderen Seite Hack oder Honorar, kann was gehen und Zentner muss man auch mal prüfen. Sah in Leverkusen auch nicht glücklich aus beim 2-1 durch Andrich. Da werden wir unsere Chancen bekommen, aber nur, wenn wir den Kampf annehmen. Und ich gehe mit der folgenden Ausstellung. Ich will gar nicht so viel ändern. Nicolas im Tor. Omlin muss kämpfen um die Nummer 1. Das wird auch die nächsten Wochen noch so sein. Dann habe ich mich in der Innenverteidigung für Friedrich und Itakura entschieden, weil ich glaube, gerade Onisivo oder Jorg, ich weiß nicht, ob er fit ist, sind schon sehr, sehr kopfballstark und Friedrich dagegen zu stellen, glaube ich, könnte nicht verkehrt sein. Itakura dann in der linken IV, hat er in der Wintervorbereitung auch gespielt. Nico Elvedi wäre dann auf der Bank bei mir. Leiner rechts, weil ich finde, er hat es mit Ngumo auf einer Seite wirklich top gemacht gegen Bochum. Wöber links, weil ich glaube einfach, dass wir die Erfahrung von Wöber brauchen, die Defensivqualitäten von Wöber als Linksverteidiger. Und dann wären Lukanetz und Skelly erstmal auf der Bank. Weigel, ganz klar, vor der Abwehr. Und ich habe mich trotzdem für Kone entschieden und für Florian Neuhaus, weil ich auch nicht so viel ändern wollte. Kone hat seine Qualitäten. Er hat aber auch an 2 Toren beteiligt gegen Bochum. Einmal den Elfmeter rausgeholt und am 5-2 von Honorar. Trotzdem glaube ich, wenn er noch ein bisschen mehr geben würde, dass er einfach noch mehr drin wäre. Klar wäre dann Rocco Reitz wieder auf der Bank, aber Rocco kannst du auch theoretisch von der Bank bringen, haben wir letzte Woche gesehen. Der brennt. Dann Neuhaus hat sich einfach für den Startelf-Einsatz nochmal qualifiziert. In Gumu sowieso, Jordan auch und Robin Hack oder Honorar. Ja, ich habe mich jetzt nochmal für Robin Hack entschieden, weil er auch eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat gegen Bochum. Honorar kam natürlich wie die Feuerwehr von der Bank und ist auch top, wenn wir auch von der Bank da nachlegen können in dem Spiel. Und ich hoffe,
dass wir dann den 2-1-Sieg heim einfahren können. Dann würden wir so nach dem Spieltag von Platz 10, Platz 11 grüßen. Und dann gegen Köln können wir uns dann wieder in die einstelligen Tabellenplätze spielen. Hoffentlich. Das ist der Fahrplan. Ob das so aufgeht am Wochenende, werden wir live bei mir im Stream beobachten. Ich freue mich drauf. Und jetzt lasst gerne noch ein kostenloses Abo und einen Daumen da. Und dann macht's gut. Schönes Wochenende schon mal. Ciao. Wir sind Borussia.